Ampfiff. Thorberg schreibt in seinem 1972 publizierten Aufsatz »Die Qual, ein Austria-Anhänger zu sein« Folgendes. Ein echter Anhänger muss, soweit er zurückdenken kann, immer überzeugt gewesen sein, dass seine Mannschaft die beste ist. Ich bin Rapid-Anhänger geworden, wahrscheinlich schon vor meiner Geburt. Ich möchte eigentlich für Rapid oder für den Rapid-Anhang die Verleihung des Nobelpreises für Literatur beantragen. Elias Canetti 1981 den Nobelpreis für sein Buch Masse und Macht bekommen, bekanntlich. Und ich lese jetzt ganz kurz vor. 3 Monate wohnte ich schon hier und hatte nie darauf geachtet, nämlich auf den Lärm, der aus dem Fußballstadion kam. Nun rührte ich mich nicht von der Stelle und hörte dem ganzen Match zu. Und jetzt kommt ein Satz, der eigentlich einem Schriftsteller so nicht unterlaufen dürfte. Also wir wollen das Canetti nachsehen. Die Triumphrufe galten einem Tor, das geschossen wurde. Aber immerhin, es ist dieses Ereignis, das also dieses Buch Masse und Macht letztlich inspiriert hat. In der Geschichte gilt der Rapid-Anhang ja nicht immer, sagen wir, als das Feinste, wenn man so, wie soll ich sagen, so grobschlächtig das sagen darf. Aber er hat, glaube ich, größere Verdienste für Literaturgeschichte als der Austria-Anhang. Denn das Gedicht, das Thorberg für Schindler geschrieben hat, ist meiner Meinung nach nicht das stärkste Gedicht der österreichischen Lyrik. Und damit gebe ich das also zurück. Ja, ja. Niemals hätte ich sowas für möglich gehalten. Gott sei Dank, dass ich in der Philosophie bin und nicht in der Literatur. Als Philosoph kann ich mich aber mit der Natur der Behauptung, der Ball ist rund, beschäftigen. Ein wahrer Satz. Ein Studienkollege von mir, durchaus kein Volksmensch, gehörte auch zu den fanatischen Anhängern von Rapid. Rapid-Anhänger sind übrigens immer fanatisch. Ich höre das selten von Austria-Anhängern. Haben Sie den Sprachgebrauch mal überprüft? Fanatisch und hinterhältig. Grün zu verteufeln. Ja, wem kann das einfallen? Da muss ja gar nicht einmal an Rapid denken. Der Frühling ist grün. Es gibt die Grünen als Partei. Ich weiß nicht, wie das jetzt in diesem Rathaus hier ankommt, aber es gibt sie auf jeden Fall. Es gibt eine Bewegung, die sich Grün genannt hat. Ich wüsste keine violette Bewegung. Stellen Sie sich vor, eine Partei nennt sich die Violetten. Ich möchte wissen, welche Chancen die haben. Ich erinnere mich noch an einen gemeinsamen Besuch mit Professor Schmidt-Dengler zu Rapid Austria. Ich glaube, Austria hat da 4-1 gewonnen. Das Gesicht von Professor Schmidt-Dengler ist länger und länger geworden, er war ganz verstört. Ja, das war eine sehr schöne Zeit damals. Ja. Im Rapid-Sektor, da fühle ich mich wohl, da kann ich stehen. Dort fühle ich mich zu Hause, hier bin ich Mensch, hier darf ich's sein. Da gab es die Clubs aus Salzburg, der Steiermark und Tirol, die überlegen waren, sogar aus Kärnten. Eine Welt ist für mich zusammengebrochen. Ich habe mich immer stärker als Wiener und nicht als Österreicher identifiziert. Und ich freue mich heute schon, wenn Rapid ein Tor schießt. Natürlich geht man, wenn man in Madrid ist, ins Bernabeu-Stadion. Man geht dorthin. Also ich gehe lieber dorthin fast schon als jetzt als ins Museum. Einfach, weil ich dort die Atmosphäre sehen möchte, weil ich das auskosten möchte. Das ist etwas, was ich ja sonst nicht habe. Ich gehe auch lieber auf den Fußballplatz als ins Burgtheater, weil wie Hamlet ausgeht, das weiß ich. Aber wie das nächste Derby ausgeht, das weiß ich eigentlich nicht.